Hallo und herzlich willkommen bei Retro Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Warphrase. Ich glaube, das habe ich schon mal gespielt. Bin mir allerdings nicht ganz so sicher. Ich habe es gerade schon runtergeladen. Und ich meine, das war nicht so gut auf den Rechner gewesen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher dabei. Es gibt so viele Spiele, die sind ein bisschen ähnlich. Und manchmal verwechsel ich ein Spiel mit einem anderen Spiel, weil es so ähnlich heißt. Na, dann müsste er doch mal gleich fertig werden hier mit den Daten. Ah, Sound muss ich auch machen. Oder war es jetzt einfach nur... Autofeuer. Oh. Ne, das Spiel habe ich doch noch nicht gespielt. Okay. Ein Team Deathmatch. Ist das besser, wenn ich das groß mache? Ach, dann seht ihr nichts. Warum kann ich mich nicht mehr bewegen?
Schon wieder. Ah, schon wieder. Wer bin ich von den ganzen? Bin ich das hier? Aber ich bin noch nicht gestorben, oder? Keine Ahnung. Ist aber auch ein bisschen doof mit dieses Drehen, das auf einmal nicht mehr geht. Naja. Aber ich denke mal, auf dem Handy ist noch mal ein bisschen dümmer bescheuert da mit den Zielen. So wie die Leute die ganze Zeit daneben zielen. Oder war das normal, weil das Computer ist? Das ist ausgerüstet und das ist besser. Gehen wir mal in den Kampf rein. Schon so viel ausgerüstet. War X41C. Red Dark. Oh, existiert bereits. Dann machen wir doch einfach Red Tag. Spieler hinzufügen. Glocke. Wieder.
Ah, Spiel vorbei. Und ich habe gewonnen. Ich war der Beste. Nein. Video angucken für die doppelte Dingensbummens, Belohnung, brauchen wir nicht. Na gut. Das war jetzt nicht ganz so schlimm wie das Scharfschützen, denke ich mal, würde ich sagen. Der Scharfschützenspiel. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und auf Wiedersehen.